Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir sind in der letzten Folge zu Quolok gekommen, der uns gesagt hat, dass wir zu einer Mühle müssen, um das Wasser zu reinigen. Dann können wir auch endlich im Wasser schwimmen und wir können weiter zu unserer Freundin Kuh, die im stillen Wald leider gefangen ist auf einem großen Eulenfriedhof. Da müssen wir sie möglichst schnell rausholen, denn die wird da extreme Angst haben. Und ja, wir sind hier auf Grom getroffen, der hier, diese Lichtung, auf der wir sind, ihr seht schon, die ist voller NPCs, überall sind hier Leute. Die können wir jetzt ausbauen mit diesem Gorlek-Erz. Wir haben in der letzten Folge schon hier dieses Portal gebaut. Und ja, da oben ist was. Da werden wir aber vermutlich noch nicht rankommen, denke ich mal. Dann machen wir erstmal weiter. Ja, das, und wir können auch, wir haben auch rausgefunden, wir können diese Ranken mit genug Gorlek-Erz, können wir diese Ranken wegmachen, dann können wir nach da unten. Können wir jetzt momentan aber noch nicht. Und haben wir hier. Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für die Moki. Meiner Familie wird es hier gefallen, aber wir haben kein Zuhause. Der Gorlek Grom kennt sich mit dem Bauen aus. Vielleicht kann er uns helfen? Okay, Familientreffen. Sprich mit Grom, um ein Haus zu bauen. Dann machen wir es doch direkt mal. Gucken wir mal, wie viel Gorlek-Erz das kostet. Und ich kann es kaum glauben, ich habe kein Gorlek-Erz mehr gesehen, seitdem wir unsere Heimat verlassen haben. Ich denke dir, ob wir genug Gorlek-Erz haben, um direkt dieses Haus zu bauen. Aber ich denke mal nicht. Abermals mit solchen Materialien zu bauen, nun so kann ich mich wieder mit Stolz ein Gorlek nennen. Ich halte mein Versprechen, die Lichtung wird eine Zuflucht für alle. Fernab des Verfalls und des Schattens am Himmel. Projekte anzeigen. Ah ja, es kostet 4. Okay, haben wir nicht. Wir haben nur 2. Das heißt, für die nächsten 2 Sachen bräuchten wir 9 Erz. Ganz schön viel. Wir haben erst 4. Wir müssen also jetzt noch 7 finden, bevor wir das nächste Mal hier vorbeikommen. Hoffe ich mal. Oh, ja, perfekt. Genau da drin gelandet. Ich hoffe mal, dass es auch möglich ist, so viel zu finden. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir wieder Twillen zum Upgraden. Ein wiederkehrender Kunde, immer eine angenehme Erfahrung. Oh ja, immer lauter sprechen sie deinen Namen. Dennoch habe ich viele Namen auf meinen Reisen gehört, weißt du? Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen wieder. Sie klingen alle ziemlich gleich, oh ja. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Aber dafür müsstest du etwas tun, dass es wert ist, sich an dich zu erinnern, verstehst du? Möchtest du vielleicht einen Geistersplitter veredeln? Gucken wir uns mal die Splitter an. Der hat immer noch die gleichen, oder? Ja, immer noch die exakt gleichen, aber diesmal, diesmal hätten wir genug Geisterdings für den Dreifachsprung. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Ich glaube, den nehme ich auch. Ich nehme den. Weil dadurch wird das so viel einfacher werden, dieses Spiel. Weil dadurch, dass man das kaufen muss, denke ich mal, dass es niemals Pflicht sein wird, um im Spiel vorwärts zu kommen. Man wird alles auch mit Zweifachsprüngen und den anderen Möglichkeiten schaffen können. Und der Dreifachsprung ist einfach sozusagen Luxus und macht es einfach einfacher. Und darum denke ich mal, müssen wir uns den auch holen. Es gibt da einen Ort, an dem du mehr die Splitter erfahren kannst. Er liegt im Brunnenquell. Es ist ein Schrein für alte Geister, weißt du? Angeblich konnten die alten Geister viele, viele Splitter gleichzeitig nutzen. Vielleicht kannst du das ja auch. Oh ja. Oh, neues Gerücht. Guck mal, wo das ist. Das ist da oben. Das wird wieder so ein Kampfschrein sein. Weil beim letzten Kampfschrein, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, haben wir. War das hier der? War das Kampf? Nee, ja, doch, Schrein, genau. Da haben wir schon, da, als wir den gemacht haben, den Kampfschrein da, haben wir nämlich einen weiteren Splitter-Slot bekommen, wo wir dann hier diese Geistersplitter reinslotten konnten. Und das wird jetzt der nächste Schrein sein. Und jetzt müssen wir aber, was machen wir denn raus? Weniger Schaden erleiden, mehr Schaden von klebrig. Einen halben Bildschirm entfernte Kugeln fliegen. Oh, das ist jetzt aber. Ja, das ist jetzt aber fies, dass wir irgendeins der echt guten Sachen dafür rausmachen müssen, nur für den Dreifachsprung. Ich glaube, ich nehme das fast mit dem Magnet erstmal raus. Und sobald wir dann den nächsten, beim nächsten Schrein waren, nehmen wir das mit dem Magnet wieder rein. Weil das ist. Oh, was können wir nochmal ver. Also gut, jetzt werden wir. Ich habe viel gelernt, ich habe viel verloren, das ist einfach neue Splitter zu finden, weißt du? Andere Dinge lassen sich nicht so leicht ersetzen. Ich denke mal, dass wir jetzt nicht genug Geld haben werden, ja, um irgendwas zu verbessern. Hier könnten wir nämlich noch mehr Schaden reinslotten, beziehungsweise weniger Schaden bekommen. Ne, hier mehr Schaden reinslotten, hier weniger Schaden bekommen. Da bräuchten wir aber zusammen, weil das müssen wir immer als Kombination machen, sonst kriegen wir zu viel Schaden. Bräuchten wir 1400 von den Dingern und haben wir jetzt gerade natürlich nicht mal annähernd. Na egal, aber jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3. Ja. Da machen wir sogar so eine richtige, so eine Schockwelle nach hinten. Keine Ahnung, ob die was bringt. Aber Dreifachsprung jetzt ist natürlich angenehm. Und hier können wir aber was kaputt machen. Kann man aber noch nicht. Was hat der zu sagen? Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung sei wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht ist so grell, nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten.
Wenn ich so einen Hut wie diese lustigen da drüben hätte. Aber so etwas habe ich nicht. Okay, da müssen wir einen Hut finden für den. Neue Quest bekommen. Da war noch, boah, das hier ist wirklich so dieses Housing-Gebiet. Guckt euch das mal an, was hier alles auf der Karte angezeigt wird. So viele Sachen. Krass. Naja, ey, was war denn das da? Key. Hä, haben wir mit Key gesprochen? Was war denn Key nochmal? Wir haben noch gar nicht mit Key gesprochen, oder? Erstmal mit Motai. Ich kann das kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist, hier in Niven. Aus der Nähe bist du kleiner, als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Zu deinem Glück habe ich jede deiner Bewegungen beobachtet, nur um sicher zu gehen, dass es dir gut geht natürlich. Möchtest du meine Aufzeichnung? Ja, klar. Ah, guck mal, hier sehen wir Statistiken. Wie viel wir gespielt haben, wie viel Prozent wir abgeschlossen haben. Oh, Tode, 23. Tode durch Feinde 1, Tode durch Gefahr 22, erlittener Schaden, getötete Feinde, verbrauchte Energie, geringe Gesundheit, geschwommene Distanz, zurückgelegte Distanz. Okay, kann man 1000 Sachen kann man hier sehen, aber ist eigentlich alles nur so, ja, bis bald. Einfach nur so aus Spaß. Jetzt gucken wir mal, wer war denn nochmal Key? Wir waren doch bei gar keinem Key. Wo ist dieser Key-Typ? Doch, Key ist angeblich genau hier links neben uns. Aber hier ist kein Key. Der ist vielleicht da unten drin. Ich glaube fast, wenn wir da runtergehen würden, da wäre dann Key oder sowas. Naja, okay, gut. Ist auch egal, machen wir erstmal weiter. Wir müssen ja hier irgendwie auch mal Progress machen, hier in diesem Ding. Und können uns nicht die ganze Zeit nur mit den Sachen beschäftigen, die jetzt... Oh, das sah cool aus. Der Motai, was er da macht. Was hier in dieser Zuflucht ist. Wir müssen jetzt auch mal weiter. So, und jetzt kommen wir nämlich weiter. Alles klar. So, machen wir das, ups, machen wir das runter, machen wir das kaputt, denn wir müssen jetzt wieder ein bisschen Geisterlicht farmen. Oh scheiße, jetzt ist der Magnet ja nicht mehr da, oh, das wird nervig, Leute, kein Magnet mehr. Müssen wir echt alles so einsammeln, aber wir müssen das machen, also, ich meine, klar, ich müsste den Dreifachsprung noch nicht reinnehmen, aber... Wenn wir den schon haben, dann nutzen wir ihn natürlich auch hier. Ich wollte nur gucken, ob da was an der Decke ist. Sieht aber nicht so aus. Aber da links neben uns ist irgendwo was. So, was haben wir hier? Hier müssen wir hoch. Hä? Ach so. So, hier lang. Haben wir hier was an der Decke? Nein. Aber irgendwo hier ist ein... Irgendwo hier war das doch gerade. Ja, jetzt direkt über uns. Ja, da kommt man vielleicht von da links... rein, oder? Gucken wir gleich mal. Oh. So. Kann man hier vielleicht rein? Nein. Ah, dann brauchen wir bestimmt... Ja, da oben ist es. Ja, aua, 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 aua. Da weiß ich aber nicht, ob wir da jetzt schon rankommen. Da müssen wir 100 Pro, wenn wir rausfinden, was diese blöden blauen Dinger da oben sind, dann kommen wir... Ah, ne, kommen wir auch so. Mit Dreifachsprung konnten wir es einfach umgehen. Okay, haben wir wieder einen schönen Exploit gefunden. Jetzt müssen wir das alles so einsammeln. Was haben wir denn hier für einen Assi? Ja, das war so klar, dass der Projekt... Oh, der kann ja sogar beißen. Okay. Das war so klar, dass der Projektil... Können wir den verprügeln? Geh weg. Oder war vielleicht nicht gut, dass ich den kaputt gemacht habe, oder? Obwohl, nee. Können auch das jetzt hier, genau, das jetzt hier benutzen. Ja, hahaha. So, oh, wartet mal, da oben leuchtet es da oben so halb rechts oben, da sieht es da, das irgendwie Licht. Obwohl, nee, das sieht nicht so aus, ob man da rein kann. Das wäre auch Quatsch, wenn da jetzt noch irgendwas wäre. Okay, stopp, okay. Gucken wir mal hier hoch, da ist was, ja, hier ist was. So, was haben wir hier? Können wir erstmal... Ach du Scheiße, hier gibt es ja 30 Millionen Wege. Okay, jetzt haben wir hier wieder so ein Vieh. Dann müssen wir uns benutzen, um hier rüber zu schleudern. Dann kriegen wir Gorlek-Erz, sehr gut. Das können wir gebrauchen, das Gorlek-Erz. Oh, oh, okay. Boah, zum Glück können wir jetzt so oft... Wartet mal, macht das Sinn, da jetzt hochzugehen? Ja, da... Oh, da ist der Schrein. Ich glaube, da müssen wir sogar lang. Aber ich bleibe erstmal noch unten. Erstmal will ich gucken, was... Oh, zum Glück war... zum Glück war... Nee, hier können wir nicht lang. Scheiße. Da müssen wir echt jetzt rausfinden, was dieses Blaue da ist. Sonst kommen wir hier nicht lang. Also hier ist, glaube ich...
Hier ist, glaube ich, erstmal Sackgasse. Aber hier ist auch irgendwo noch ein... Hier ist auch irgendwo noch so eins. Aber ich glaube, da müssen wir hier gerade hoch irgendwie. Oder? Nee. Ich glaube, wir müssen hier erstmal hoch. Wir müssen hier erstmal hoch. Genau. Machen wir mal. So. Jetzt war wieder so ein Kackvieh. Das, oh, und auch noch so einer. Jo. Oh, genau drauf gelatscht. Okay, die haben wir ganz gut hingekriegt. Oh, wenn man keinen Magnet hatte. Warte mal. Wo können wir jetzt hier hin? Der Brunnenquell. Da müssen wir hin. Luma sehen. Hatten wir jetzt schon mehrfach, dass wir da nicht weiterkamen. Und Bauers Spitze. Und direkt über uns. Ah, guck mal. Da geht's zum Schrein. Da gehen wir gleich mal hin dann. Dann kriegen wir nämlich wenigstens unser Magneten wieder. Aber ich guck gerade mal hier, was hier ist. Oh, hier geht's in neues. Hier geht's in Schneegebiet. Hier geht's in komplett neues Gebiet schon wieder. Ach du Scheiße. Aber hier, das mit dem Licht ist schön. Okay. Oh oh. Oh oh. Kommen wir jetzt zu einem Boss, wo wir noch nicht hin sollen, oder? Ach du Scheiße, ein großer Bär und der pennt. Okay, wir können ihm auch nicht... Ah, guck mal. Der Bär, der liegt genau im Höhleneingang. Und darum kommen wir hier nicht weiter. Also, wir werden früher oder später... Oh, guck mal hier. Bauer. Der große Bauer. Wir werden früher oder später hier den Bären aufwecken müssen. Und dann kommen wir hier nämlich weiter. Aber momentan... Oh, wir können auch nicht attackieren oder sowas. Nee, momentan können wir das nicht. Okay, alles klar. Also da ist sozusagen jetzt erstmal versperrt für... Oh, jetzt steht hier auf einmal ein Murky. War der gerade auch schon da? Erstmal versperrt für uns. Oh, hallo. Gehst du zu dem kalten Ort? Ich gehe dorthin, um ein paar Spitzbären zu sammeln. Zumindest hatte ich das vor, aber da ist ein großer Bär in meinem Weg. Er schläft. Ich habe versucht, ihn mit einem Grashalm an der Nase zu kitzeln. Ah, seht ihr, an der Nase kitzeln. Aber es hat nicht geklappt. Vielleicht war der Grashalm nicht groß genug. Vielleicht bin ich nicht groß genug. Ah, wir brauchen also, was könnte es wohl sein, wenn ein Grashalm mit an der Nase kitzeln nicht funktioniert? Dann könnte es vermutlich eine Feder sein, die man da benutzen muss. Aha, Rätsel gelöst. Hoffentlich. Oder ich erzähle gerade wieder absoluten Schmuh. So, also. Wir müssen jetzt... Ah, da oben ist wieder so ein blaues Ding, was wir noch nicht benutzen können. Jetzt müssen wir hier erst wieder hoch. So, so. Ah, okay, wartet mal. Ich will mich da mal hochschlagen. Hat er sich gerade selbst gekillt? Oh. Ja, da können wir noch nicht. Scheiße, wir kommen noch nicht. Wir kommen noch nicht zu dem Kampfschrein hin, der da oben ist. Ah, scheiße. Okay, gut. Und hier ist noch so ein blaues Ding. Was heißen die? Okay, was haben wir hier? Müssen wir einfach rüberspringen. Dreifachsprung. Damit wird es natürlich easy. Ah, guck mal, jetzt sind wir schon bei der Mühle, oder? Ja, jetzt sind wir nämlich so gut wie da. Was war hier noch? Ah, ne, okay. Aber wieder direkt von der Cutscene aufgehört. Wir erinnern uns an diesen Ort. Wasser aus den Luma-Seen fließt hier durch und füllt den Sumpf mit Leben. Oder zumindest floss es hier durch, vor dem Verfall, bevor die Mühle stillstand. Naja. Da ist sie, das ist der Eingang. Und das ist auch Opfer. Und der Eingang sieht genauso aus wie auch schon... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sieht doch genauso aus wie damals schon der Eingang von den anderen Dungeons. Der Brunnenquell. Und da oben ist wieder so ein... So ein Speed-Ding, oder? Kann das sein? So ein Wettrenn-Dings? Quest aktualisiert durch... Boah, du Gott, wie hoch ist das Ding denn? Warte mal, was war eigentlich das hier? Warum haben wir das hier nicht gefunden? Achso, das ist auch unter Wasser bestimmt, oder? Aber es gibt so viel, Leute. Es gibt so viel, was wir im Nachhinein noch alles erkunden müssen. Sag mal, hier, was können wir hier machen? Ne, können wir uns nicht... Ah, da können wir uns nicht festhalten. Können wir das kaputt machen? Nee. Okay. Was wir im Nachhinein noch alles rausfinden müssen, also später dann, wenn wir die entsprechenden Fähigkeiten haben, ist unglaublich. Wir müssen im Prinzip das ganze Spiel nochmal spielen. Krass. Also natürlich, wenn wir 100% erforschen wollen. So, Opfer, was hat's zu sagen? So sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, diese alte Bibliothek zu finden. Und ich höre, du möchtest die Räder des Brunnenquells wieder instand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass diese Tür unseren Reisen ein jähes Ende setzen könnte. Sie bewegt sich nicht. Okay, wir können also nicht einfach rein. Was haben wir hier? Blaue Blumen. Da haben wir wieder... Oh, so ein Sprung-Assi. Aua. Aua, hallo. So, das war gut. Ah, da ist was unter uns. Guckt.
Da müssen wir hin, da unter uns. Und hier geht's nicht. Geht's hier weiter? Gleich mal gucken. Aber ich glaube fast nicht. Dann müssen wir da am Anfang weiter runter, wo wir gerade noch hin konnten, bevor wir zu Opfer gegangen sind. Hier können wir durch. Ja, Secret gefunden. Da oben haben wir einen Splitter. Wie kommt man da hin? Da hinten vielleicht. Da kann man die Tür aufmachen. Ja, da müssen wir hin. Okay, das heißt hier erstmal runter. Können wir hier rein. Ja. Und rüber. Ja, ja, ja. Jetzt ist hier wieder, das ist hier 100% wieder so ein reines Secret-Gebiet. Weil in den Secret-Gebieten. Oh. In den Secret-Gebieten muss man immer im Prinzip total die übertriebenen Sprungfähigkeiten einsetzen, um. Ja, okay, hier. Hier müssen wir erst noch aufmachen, hier dieses Ding. Das sieht aus wie so eine Barriere. Aber nicht kaputt machen, okay. Gucken wir mal schnell hier drüben. Nee. Kann man hier in die Decke rein? Nein. Okay, wartet mal. Wird hier was angezeigt? Nein. Oh. Aua. Da kann man stehen. Ja, sehr. Ah, hier haben wir den Schalter. Sehr gut. Hoffentlich trifft uns das Vieh jetzt nicht, was da gerade auf uns schießt. Gut, da muss. Ah, sehr gut. Jetzt kommen wir auch an den Splitter da oben. Sehr gut. Haben wir jetzt noch. Sind wir, oder sind wir tot? Nö, alles gut. Okay. Wir standen safe. Dann müssen wir jetzt den erstmal wegmachen. Oh, den holen wir uns. Aber wir müssen wirklich. Wir müssen uns alles an Geisterlicht holen, was wir holen können. Haha. Hättest du nicht gedacht, dass ich das nutze, du Assi. Gesichtiges Assi-Gesicht. So. Und dann haben wir das Ding auch. Sehr gut. Lebensernte. Damit lassen Feinde mehr Lebenskugeln fallen. Auch nicht schlecht. Das ist eine echt gute Sache, die wir da kriegen. Hier haben wir nichts, so wie es aussieht. Okay, das war also auch ein. Ups. Das war auch ein reines Secret-Gebiet hier. Das bringt uns sonst zum Weiterkommen gar nichts. Aber wir haben eigentlich einen ganz coolen. Ganz cooles Upgrade gekriegt. Aber können wir auch nicht benutzen. Vor allem das nächste Upgrade, was wir kriegen. Da holen wir uns eh den Magnet wieder, weil das ist ja total nervig, dass man gar keinen Magnet hat. So. Dann hier hin. Da haben wir auch ein. Mal aufpassen, das ist immer gefährlich, wenn man einfach irgendwo runterspringt. Wenn man nicht weiß, was da unten drunter ist. Da haben wir hier so ein Scheißvieh. Jetzt kommt. Oh, das schießt. Haben wir so ein Vieh schon gesehen? Weiß ich gerade gar nicht. Das schießt Projektile. Kriegt's aber einfach zurück. Ja, okay, wenn man nur gerade zielen kann, dann geht das natürlich schlecht. Toll, ja, die sind weg. Hätten wir jetzt Magnet, hätten wir die uns einverleiben können. Ah, hier kann man sich fest. Ja, hat man das schon rausgefunden, dass man sich an dem Blauen festhalten kann? Ich weiß das gar nicht mehr. Hat man sowas schon mal? Ah, wartet mal, will ich nach unten hier? Will ich hier nach unten? Nee, da sind Stacheln, okay. Gut. Doch, das hatten wir doch schon, oder? Das kam doch schon ganz am Anfang vom Spiel, dass man sich an so blauem Scheiß festhalten konnte, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Kommt mir jetzt irgendwie einerseits unbekannt vor, andererseits aber auch irgendwie nicht. Okay. Hier gehen wir runter, da kriegen wir die Kugeln. Was kaputt hauen? Ja. Und dann dreht sich hier alles wieder und die Tür geht auf. Sehr gut, dann haben wir das Rätsel schon gelöst. Und Opfer freut sich und geht sofort rein. Gut, jetzt müssen wir bestimmt hier unten lang, hier rein. Ja. Wie kommen wir wieder raus? Das bringt uns doch gerade gar nichts, oder? Und was ist, wenn ich jetzt nach ganz hinten fahre? Das müssen wir jetzt einfach mal rausfinden. Aber. Wow, oh. Hat sich gelohnt. Hier ist was. Gut, eigentlich. Ich denke mal, dass man sich dieses Ding hier erst holen soll, wenn man auch das Wasser gereinigt hat. Dann soll man hier vermutlich hin. Und jetzt haben wir uns das. Ja, toll. Wir kommen jetzt hier wieder weg. Oh, na toll.
Schnell! Okay, gut, das hat geklappt. Gehen wir jetzt einfach hier hoch. Gehen wir hier wieder zurück. Oh, hier kommen wir gar nicht zurück. Scheiße. Obwohl doch mit Dreifachsprung. Ja, haha, wir können ja alles exploiten mit Dreifachsprung. Was man eigentlich gar nicht machen soll. Jetzt müssen wir hier. Ja, rein, rein. Okay, okay, gut. Oh, gut. Nice. Was es hier alles gibt. Jetzt können wir hier auch einfach wieder rausspringen. Ja, das hat doch gut geklappt. Es war wahrscheinlich nicht so, wie es geplant war, aber wir sind draußen. Beziehungsweise jetzt sind wir drin. Zwar war die Entfernung gewaltig. Oh, jetzt sehen wir wieder Naru, oder was? Ja, Tatsache. Oh, und die bauen sich ein Schiff, um hinterherzukommen. Das ist ja süß. So wie auch schon bei Ori and the Blind Forest, da ist ja auch Naru letztendlich... Oh, aber ohne Gumo oder was? Nee, okay, er kommt mit. Doch die Familie ließ sich nicht trennen. Ja, da ist auch Naru schon damals Ori hinterhergegangen und hat letztendlich Ori auch im Finale gerettet. Okay, jetzt sind wir drin. Drücke zum Verlassen. Nee, wollen wir nicht. Okay, jetzt können wir in 1000 Richtungen gehen. Wir erstmal nach links. Das ist immer gut. Erstmal nach links gehen. So... Okay, das bringt gerade überhaupt nichts. Das bringt gerade nichts. Wir müssen nach rechts. Hä, warum haben wir nur so wenig Lebenspunkte? Hä? Hatte ich mich nicht irgendwie aufgeladen gerade noch irgendwie? Ah ne, stimmt. Nachdem wir aus dem Wasser gegangen sind, haben wir uns nicht aufgeladen. Okay. So, genau, jetzt können wir uns hier festhalten. Das ist unter uns nichts Gutes. Okay, da haben wir was... Okay, dann können wir momentan nicht hin. Es sieht so aus, als ob sich das alles dreht. Ja, kann sich vermutlich drehen, wenn wir das ja kaputt machen. Ja! Okay, dann holen wir uns das. Ziele und drücke A, um Ori rotierenden Rädern zu sch... Oh ja. Yay! Yeah! Das ist ja lustig. Okay. Okay, da kann Ori nicht. Wartet mal. Jetzt können wir jetzt irgendwie hier hinten irgendwie hier hoch. Ja, können wir. Und jetzt... Gut, da kommt... Da brauchen wir wieder dieses Blaue. Okay, aber gehen wir erstmal hier lang. Dann kommen wir nämlich hier am Anfang, wo wir gerade versucht haben weiterzukommen, kommen wir jetzt nämlich hier lang. Ah, hier haben wir wieder so einen Scheiß. Jetzt haben wir hier auch Laser. Die waren auch schon damals im Ginsobaum, im ersten Dungeon, waren die auch schon drin, diese Laser, die man ausweichen musste. Das war knapp. hier kriegen wir auch direkt einen Ding. Splitter. Dorn. Füge Feinden, die Ori treffen, Schaden zu. Ah, okay, da wird einfach Schaden... Das war auch wieder ein reines Secret. Da wird einfach Schaden zurückgeworfen. Hallo. Wenn wir das haben, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. So, jetzt müssen wir hier wieder... Zack. Oh. Da haben wir aber auch, da kommen wir definitiv nicht hin. Obwohl doch mit Dreifachsprung vielleicht schon. Ja, wieder ein Exploit gefunden. Man soll nämlich eigentlich die blaue Blume da oben benutzen. Und wir haben es mal wieder einfach so geschafft. Mit Geheimtricks. Jetzt können wir uns noch einmal aufladen. So, jetzt holen wir uns noch das da. Dann geht es uns wieder gut. So, und jetzt können wir in die andere Richtung weiter, wo man, denke ich, eigentlich lang soll. Genau. So, das war ja einfach. Was haben wir jetzt hier? Erstmal wieder rüber und hier ran. Jetzt können wir entweder nach rechts weiter. Ja, oh, dass der immer, nachdem man was gefunden hat. Ja, erstmal da hoch. Da sieht es nämlich so aus, als ob es da nicht weitergeht. Darum erstmal hier. Ja, alles gut. Und das kaputt machen. Und dann dreht... Ah, okay, wir mussten da eh hoch, weil sonst geht es nämlich hier nicht weiter. Jetzt sehe ich schon, wir müssen gleich darauf achten, wo wir überhaupt hinspringen. Weil die Plattform, die da ist, nicht die ganze Zeit begehbar ist, sondern Stacheln hat. Darum jetzt rüber und direkt weiter. Und hier können wir uns durchprügeln, oder? Nein, können wir nicht. Okay, da ist aber auch was... Oh, da ist noch Gorlek-Erz. Da kommen wir jetzt aber, denke ich, hin. So.
kommen wir nicht durch. Okay, dann müssen wir uns hier hochschleudern. So. Und dann, wie kommen wir jetzt da hin? Achso, das müssen wir einfach zerballern. Dann wird sich das hier alles drehen, denke ich mal. Hallo, wie viel hält denn das aus? Jetzt dreht es sich tatsächlich. Wartet mal, was ist hier links? Nix, okay. Jetzt dreht sich das, jetzt kommen wir nämlich da dran. Und dann können wir nämlich rechts rüber zu dem Gorlek-Erz. Ich habe hier, guckt euch das mal an, hier das unter mir, das sich so bewegt, das sieht aus wie so ein Maul. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wenn wir gleich in die Nähe kommen, dann kommt das da irgendwie rausgeschossen oder so und frisst uns. Wie bei Super Mario 64 die Muräne in dem einen Unterwasserlevel. So. Oh, scheiße, hier ist so ein Gorlek. Oh. Weg. Okay. Er hat nur Nahkampf. Der hält aber. Oh, okay. Okay, die gehen eigentlich. Einfach mit der Taktik 2-3 Mal attackieren und verpissen. Klappt's ganz. Oh, hier kommen wir wieder nicht weiter. Weil wir irgendwas nicht gefunden. Oh. Okay. Chill mal, Ori. Alles klar. Okay. Das ist aber fies hier. Schnell durch. Ah, und da haben wir noch ein Gorlek-Erz. Sehr gut. Auch wieder nur ein reines Secret. Und wie immer, die Secret-Passagen, die sind anspruchsvoller. Aber das hat gut geklappt. Sehr gut. Haben wir Easy Secret. Nochmal gucken, ob was auf der Karte angezeigt wird. Nein. Easy Secret gefunden. Aber ohne Dreifachsprung wäre das jetzt hier schon deutlich schwieriger. Okay, da müssen wir irgendwie hin. Da müssen wir erst das Ding hier anfangen zu drehen. Das machen wir wie? Hier bestimmt hoch. Ja. Ohne Dreifachsprung wäre es echt deutlich schwieriger. Okay, jetzt fängt sich das an zu drehen und das im Vorraum bestimmt auch. Dann können wir da nämlich wenigstens hoch. Gucken wir mal noch hier. Hier ist was hinter. Sehr gut. Wie viel Geisterlicht haben wir? Oh, wir haben schon wieder 700 Geisterlicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Oder wie der Engländer sagen würde, not bad, Mr. Woodpecker. Okay. Dann geht's hier. Ja, jetzt dreht. Sogar richtig schnell. Und. Hui! Wow, okay. Hat geklappt. Da geht's sogar noch höher. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir unten. Ja, hier brauchen wir jetzt wieder. Hier brauchen wir wieder das blaue Blumenteil. Mist. Okay, wartet. Wartet mal kurz. Jetzt will ich aber mal. Macht es Sinn, jetzt erstmal wieder zurückzugehen? Jetzt, wo wir hier lang können. Ich glaube fast schon. Hier ist immer noch zu. Aber irgendwas ist doch jetzt gerade aufgegangen. Hier, glaube ich. Hier ist jetzt was aufgegangen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Jo, übertreib mal ein bisschen mit deinem Scheiß. Dein Scheiß Mücken. Einfach wie wild in alle Richtungen attackieren und hoffen und springen und attackieren. Wow, ich werde gerade überhaupt nichts von gar nichts getroffen. Klappt gerade richtig gut. Ja, das war ja. Hat ja gut geklappt. Okay. Puh. Ja. Das ist echt krass, wie die extra für Secrets mal ebenso von jetzt auf gleich den Schwierigkeitsgrad anziehen. Das ist echt böse. So, und jetzt hier in die andere Richtung. In die andere Richtung weiter. Und hier unten. Jetzt können wir hier noch was machen. Hä? Reifen. Was bringt denn das? Jetzt kann ich das. Okay. Ich kann das. Okay, ich verstehe es. Wenn ich das hier so mache, dann das, was direkt über uns. Jetzt sind die Stacheln da. Und jetzt haben wir sozusagen, wenn ich jetzt loslasse, haben wir jetzt eine gewisse Zeit, schnell da hochzuklettern. Und dann, wenn die blauen Ranken gerade unten sind, dann ranzuspringen, bevor sich das wieder nach oben dreht. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die ganzen Gegner loswerden, bevor die uns total nerven, was hier diese Stelle angeht. Das ist so beschissen, dass da dieser Gegner-Spawner ist. Aber machen wir noch die Katze hier oben weg. Den hat es direkt zerlegt, weil der an die. Ja, seht ihr, kommt jetzt hier nämlich nicht weiter.
Oh, okay, den hat es auch direkt zerlegt. Sehr gut. Oh, ist das beschissen mit diesen Viechern hier. Okay. So, jetzt aber. Jetzt können wir das... Oh, das ist... So, jetzt drehen wir das und jetzt müssen wir uns übereilen. Und los. So. Und schnell, ja gut, so knapp war das gar nicht. Ging eigentlich noch voll klar. So, und jetzt können wir da rüber. Okay, das wäre fast schief gegangen. Dann können wir uns das ja auch noch holen. Sehr gut. Und hier geht es sogar noch weiter höher. Okay, noch weiter höher. Aber das nehmen wir alles mit. So. Wir brauchen schließlich das Geisterlicht. Ah, und jetzt... das ist einfach nur der Rückweg, den wir jetzt aufgemacht haben. Alles klar, jetzt haben wir... Das waren wirklich auch wieder nur allein, rein nur für Secrets. War das alles hier. Okay, jetzt können wir den normalen Weg weitergehen. Schnell hier rüber. Und holen wir uns... Oh, da haben wir wieder... Der Typ ist respawned. Bleiben einfach mal, der haut einfach über uns drüber, solange wir hier unten bleiben. Das ist ja geil, voll der Exploit. Dann kann man hier sich den Farm einfach warten, bis der respawnt und dann Geisterlicht an dem Farm oder sowas. So. Rüber. Und jetzt können wir hier nämlich. Da habe ich nicht aufgepasst, dass da Stacheln waren. So, jetzt noch das Vieh. Hallo. Oh, leck mich doch am Sack. Okay, so, da ist wieder so eine blaue Blume, aber vielleicht können wir das irgendwie nutzen hier mit. Im richtigen Moment hier losschleudern, ja, haha, und da ist der Typ hier, sehr gut, kriegen wir wieder eine Karte von Lupo. Willkommen bei der Brunnenquellmühle, der Quelle allen Nasses, der ehemalige Quelle jedenfalls, der ehemaligen Quelle jedenfalls. Wie ist der Typ eigentlich hier reingekommen, wenn die Tür zu war? Früher hatte ich ein wenig Angst davor, diese riesigen Zahnräder zu kartografieren. Was, wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten? Aber sie liegen nun schon ewig so still da wie schlummernde Schaumschnecken. Also ist es vermutlich sicher. Vermutlich. Ja gut, aber wir machen die ganze Zeit die Zahnräder immer wieder an. Möchtest du eine Karte dieses gewaltigen Irrgartens für 150 Jahre? Klar will ich das. Verbindlichsten Dank. Okay, gut. Jetzt haben wir auch die Karte von dem Dungeon hier. Sehr cool. So, okay, da haben wir sogar noch hier draußen. Hier war der Eingang. Hier haben wir jetzt auch noch zu... Ach du Scheiße, was ist hier... Ups. Oh, will ich mir mal angucken. Was ist hier alles? Tür. Ende Geisterprüfung, Geistersplitter. Okay, und so sieht der Dungeon noch aus. Gar nicht so mega riesig, was wir jetzt noch vor uns haben. Geht eigentlich. Und wir sind mal wieder hier rangekommen, ohne... dass wir die Sachen haben, die man eigentlich hierfür haben soll. Okay, hier ist auch ein Rad, das wird sich auch irgendwie gleich noch bewegen. Denk ich mal. Gucken wir hier mal ran. Und weiter hoch. Nee, hier ist gar nichts, so wie es aussieht. Ah, da oben ist wieder so eine... Ah, da oben müssen wir irgendwie hin. Wir müssen jetzt wirklich langsam mal die Fähigkeit bekommen, diese blaue Scheiße zu benutzen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist wieder so ein Springtyp. Können wir den für irgendwas benutzen? Gucken wir mal schnell. Nee, hier ist gar nichts. Nee, okay, dann müssen wir den einfach kaputt machen. Der springt immer dreimal. Ja, und dann haben wir ihn kaputt. Wieder dreimal springen und einfach mal einen mitgeben. Ja, ist er weg. Sehr gut. So. Okay. Boah, der hat aber genau gezielt. Genau als wir gerade runtergekommen sind, hat der losgeballert, die Saudi. So. Ah, jetzt. Jetzt werden wir die Fähigkeit kriegen, denn wenn wir hier runtergehen, kommen wir nämlich nicht mehr zurück. Ohne dieses blaue Zeug zu benutzen. Von daher, das werden wir jetzt kriegen. Hier irgendwo. Das sieht kaputt. Nee, sieht's nicht. Okay. Hier wird der... Genau. Guckt mal, Leute. Hier ist der Baum. Sehr gut. So, was haben wir jetzt hier? Wurfhaken. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauem Moos, um dich hinzuziehen. Okay, dann machen wir das doch mal. Visiere einen Haken an und drücke LB. Ah ja, Tatsache. Und wir müssen es nicht mal gedrückt lassen. Man hakt sich einfach so dran fest. Ja, sehr cool. Jetzt können wir auch hier an das Secret als Belohnung. Aha. Okay, ja cool. Jetzt können wir endlich diese blauen Sachen benutzen.
dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles, um diesen Dungeon richtig abzuquesten und alles zu holen, was es hier zu holen gibt. Allerdings werden wir das jetzt in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Ich sage erstmal Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.